Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus. Vielleicht steht bei dir dann auch bald, jetzt nach Weihnachten im neuen Jahr vielleicht, wieder die Klausurenphase an und du hast so einen riesen Haufen an Klausuren und weißt überhaupt nicht, wo soll ich anfangen zu lernen, wie soll ich das alles jemals hier reinbekommen und dann auch noch sicher parat haben in der Prüfung. Und deshalb habe ich jetzt 5 Schritte für dich, wie du dich optimal auf deine Klausuren vorbereitest. Schritt Nummer 1, verstehen. Das ist für mich wirklich die so wichtige Grundlage, die Basis von allem, was danach kommt, von allen weiteren Schritten. Und was ich damit meine ist, dass man den Lernstoff, den man lernen muss für die Klausur, erstmal wirklich richtig verstanden hat. Worum geht's da überhaupt? Was ist damit gemeint? Als Beispiel mal der Citratzyklus. Ja, wenn man da gleich anfängt und einfach wie wild die einzelnen Substrate und Enzyme auswendig lernt und aber eigentlich keine Ahnung hat, was der Citratzyklus überhaupt ist, was der bedeutet, was der macht, dann macht das Ganze nachfolgende nicht so viel Sinn. Beziehungsweise du kannst da vielleicht in der Klausur sogar eine sehr gute Note schreiben, weil du diese Fakten parat hast, aber es wird sich nicht dieses große Ganze in deinem Kopf bilden. Also beim Physikum, ich fand es so krass, wenn man so viel gelernt hat vor dem Physikum, dann hat nach und nach sich alles so verbunden. Dann gab es immer wieder so Aha-Effekte und irgendwann hatte man so ein großes Netz im Kopf und hat einfach so richtig durchgeblickt. Keine Angst, wenn es bei dir jetzt nicht der Fall ist, ist überhaupt kein Problem. Ich möchte einfach nur verdeutlichen, das Verstehen ist einfach die Basis von dem ganzen Lernen und ein zusätzlicher guter Effekt, wenn du wirklich gecheckt hast, worum es geht bei dem Lernstoff, ist, dass du dir dann einfach den Lernstoff von selbst schon viel leichter merken kannst, weil du ja die Logik im Kopf hast, warum das so und so ist und warum das so und so ist. Und was ich dann immer empfehle, um den Lernstoff erstmal zu verstehen, ist, vielleicht wirklich einfach ein Buch mal herzunehmen, wo ein Fließtext drin steht, ja, wo das Ganze schön erklärt ist. Oder du guckst dir Erklärvideos an. Für mich hat auf jeden Fall nicht gut funktioniert, wenn ich mir gleich am Anfang schon Zusammenfassungen einfach reinkloppen wollte, irgendwie ins Gehirn, weil da stehen ja dann immer nur diese einzelnen Stichpunkte und ich habe dann oft gar nicht verstanden, hey, was soll das jetzt überhaupt? Und als ich zum Beispiel damals den Citratzyklus zum ersten Mal gelernt habe, da habe ich das Buch aufgeschlagen, hatte erstmal 10.000 Fragezeichen im Kopf. Hey, was soll das? Was ist das überhaupt? Und ja, da war es gut, dass ich mir das einfach mal angeguckt habe. Was ist das? Was bringt der Citratzyklus? Und als ich dann mal verstanden hatte, ah okay, da gehen die ganzen einzelnen Nahrungssubstanzen rein und es ist im Endeffekt eine Vorstufe der Energieproduktion, dann ist das nachfolgende Lernen schon viel leichter gefallen. Schritt Nummer 2, selektieren. Als zweiten Schritt ist es nun wichtig, herauszusuchen, welche Fakten zu diesem Lernstoff, den ich jetzt lernen muss, also sei es in der Anatomie, der Plexus brachialis zum Beispiel, sei es in Biochemie, die einzelnen Stoffwechselwege, Citratzyklus, Harnstoffzyklus, Glykolyse, sei es in Physiologie, die Physiologie des Herzens, der Lunge. Egal was es ist, finde heraus, was sind die Fakten, die ich mir jetzt einprägen will bzw. muss. Was sind die allerwichtigsten Fakten? Und was da hilft, ist einfach zu gucken, was wird denn gefragt in der Klausur? Also, wenn du eine Klausur hast, wo es Altklausuren gibt, guck dir die Altklausuren an. Schau, was wird denn ständig gefragt? Was muss ich auf jeden Fall wissen? Was sind die Fakten, die ich mir einprägen muss? Oder wenn es Altprotokolle gibt von deinen Prüfern, falls du eine mündliche Prüfung hast, dann schau, was fragen die immer? Worauf muss ich jetzt meinen Fokus richten? Oder falls du jetzt das Physikum schreibst, guck dir an, was wird eigentlich so gut wie immer gefragt? Was sind die Sachen, die das IMPP ständig gerne wissen will? Vielleicht hast du auch einen Professor, der sagt, er legt viel Wert auf die Vorlesung. Er fragt immer gern Sachen aus der Vorlesung. Dann lad dir die Vorlesungsfolien runter und guck, ah ja, worauf legt er seinen Fokus? Worauf muss ich mich jetzt konzentrieren?
Und dann suchst du dir einfach diese Fakten raus, die du dir auf jeden Fall einprägen willst bzw. musst. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 3. Schritt Nummer 3 ist mein Lieblingsschritt und der besteht darin, Gedächtnistechniken anzuwenden. Denn irgendwie müssen wir ja jetzt dieses Wissen, das wir jetzt vorselektiert haben, von dem wir jetzt wissen, okay, diese Fakten, die muss ich jetzt so irgendwie in der Reihenfolge hier reinkriegen, um diese Fakten gehirngerecht zu machen. Denn sonst ist es ja irgendwie ähnlich wie Telefonbuch auswendig lernen, wenn man sich zum Beispiel mal diese ganzen wahnsinnig komplizierten Begriffe aus der Anatomie anguckt, Ganglion, Pterygopalatinum und so weiter, oder die biochemischen Fachbegriffe oder die Formeln in Physik, in Chemie oder in Biologie, einzelne Fachbegriffe. Das ist einfach ein Graus für unser Gedächtnis, sich sowas merken zu müssen. Und wenn du das nicht schön gehirngerecht aufbereitest, so dass es unser Gedächtnis gerne aufnimmt, dann sagt dein Gedächtnis, raus wieder, schnell, sowas können wir nicht gebrauchen. Und die Folge ist, dass du es am nächsten Tag schon wieder vergessen hast vielleicht. Und was meine ich jetzt mit Gedächtnistechniken? Eine Gedächtnistechnik, die ich einfach wahnsinnig empfehlen kann, die mir so sehr weitergeholfen hat und die meiner Ansicht nach am effektivsten ist und am allerbesten, ist die Loki-Methode, auch Gedächtnispaläste manchmal genannt, so nennen wir es auch öfter. Und wir haben dazu schon ganz viele Videos gemacht, ja, also zu allen möglichen Gedächtnistechniken. Schau einfach mal in die Playlist, die verlinke ich dir unten. Da erzähle ich schon ganz viel, wie du dir Gedächtnispaläste baust, aber auch andere Gedächtnistechniken anwendest, wie zum Beispiel die Geschichtenmethode. Ist auch eine super Methode, mit der habe ich hauptsächlich in der Vorklinik gelernt, weil ich damals noch nicht auf die Gedächtnispalastmethode gestoßen bin leider. Hat aber auch sehr gut funktioniert. Und natürlich, eine super Gedächtnistechnik ist es auch, sich Eselsbrücken zu bauen, Merksprüche. Und wenn du da jetzt sagst, wow, hört sich cool an, würde ich gern machen, aber irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen heikel, ich stehe kurz vor der Klausur, jetzt damit anfangen, eine neue Technik anzuwenden und klappt das jetzt gleich so oder dauert es nicht zu lange, dann haben wir dir auch schon zum Teil eine Riesenarbeit abgenommen. Wir bauen nämlich solche Gedächtnispaläste für dich, kombinieren das Ganze mit Geschichtenmethode, mit Eselsbrücken, mit Akronymen, machen Lernsongs. Und das Ganze verpacken wir als Videos und Audios zum Teil auch. Also wir haben da ganze Lernpakete draus geschnürt. Und wenn du sagst, wow, ja, das hört sich cool an. Im Moment sind vor allem Biochemie-Themen drin und auch Anatomie-Themen zum Teil. Es kommen auch immer wieder neue Themen dazu. Die laden wir dann kostenlos dir hoch zum Paket. Und wenn du sagst, wow, ja, hört sich cool an, wo gibt's das? Unten ist der Link. Und ich kann dir dann empfehlen, schlag jetzt zu, weil wir bis zum 24.12.2018 noch eine Aktion laufen haben. Da gibt's die nämlich günstiger, alle unsere Lernpakete. Und du bekommst noch einen Wahnsinnsbonus dazu, nämlich ein Live-Online-Seminar mit dem Gedächtnis-Weltrekordhalter Fabian Saal, der auch bei Happy Hippocampus mitmacht, der diese Gedächtnispaläste auch mitentwickelt hat. Und mit mir und uns kannst du dann bei diesem Live Webinar auch mit deinen Fragen löchern. Also es wird wirklich live sein, es wird online sein im nächsten Jahr. Und ja, wenn das was für dich ist, dann schlag auf jeden Fall jetzt zu. Den Link findest du unten. Und wenn du nun diese Fakten, die du lernen musst, aufbereitet hast, wenn du dir dazu Gedächtnispaläste überlegt hast oder unsere Videos geguckt hast, es gibt auch viele kostenlose Videos hier auf YouTube, wo wir dir Gedächtnispaläste gebaut haben, zum Beispiel zum Zitratzyklus, das Zweiervideo beim Zitratzyklus, zum Plexus brachialis, zur Beta-Oxidation. Schau da einfach mal rein in unsere Videos, die kriegst du auch komplett kostenlos. Wenn du nun diese Gedächtnistechniken angewendet hast, dann kommen wir zu Schritt Nummer 4. Schritt Nummer 4 ist die Selbstkontrolle bzw. die Erfolgskontrolle. Jetzt hast du dir ja wunderbare Sachen ausgedacht, dein Gehirn hat den ganzen Lernstoff aufgenommen, in Form von lustigen Bildern, Geschichten, Palästen. Und jetzt geht es aber darum, rauszufinden, kannst du den Stoff auch wirklich
Jetzt geht es darum, das Ganze auch wirklich sicher für die Klausur abzuspeichern und sicher im Kopf parat zu haben. Ja, meistens ist es ja so, wenn man sich Gedächtnispaläste ausdenkt oder lustige Merkgeschichten oder Eselsbrücken, dann hat man die Sachen auch erstmal im Kopf und dann denkt man sich vielleicht, boah, das kann ich jetzt total gut, das habe ich mir jetzt richtig gut gemerkt. Ja, manchmal ist es dann doch nicht so sicher im Gedächtnis und deshalb empfehle ich, die Selbstkontrolle, die Erfolgskontrolle auf jeden Fall zu machen, denn dann weißt du, ob du es wirklich kannst, ja? Unser Verstand erzählt uns ja immer gerne, ja, ja, das kannst du jetzt, jetzt machen wir weiter oder jetzt machen wir mal eine Pause. Vielleicht ist es da besser, manchmal nicht drauf zu hören, sondern wirklich zu testen, kann ich das jetzt wirklich? Und ja, wie kannst du das jetzt machen? Eine wunderbare Methode und meiner Ansicht nach eine der besten Methoden ist, dir das Ganze selbst zu erzählen, laut auszusprechen. Dazu kannst du dich, wenn es dir hilft, dich vor den Spiegel stellen oder du stellst dich an den Schreibtisch, du kannst natürlich auch sitzen bleiben. Du kannst es natürlich auch einer Person erzählen, deinem Freund, deiner Freundin, deiner Familie oder mit Kommilitonen zusammen wiederholen. Was ich aber auf jeden Fall gut finde und was ich empfehlen kann, ist, das Ganze wirklich laut auszusprechen. So benutzt du auch nochmal eine andere Qualität beim Lernen, denn du hast das Ganze schon mal in den Mund genommen, du hast die Wörter schon mal ausgesprochen, du könntest es jetzt jemand anderem sogar erklären. Und ich habe mal eine Studie gelesen, dass man durch das Erklären um ein Vielfaches mehr lernt, als nur durch Lesen oder nur durch Hören zum Beispiel. Also damit pushst du dann sozusagen dein Langzeitgedächtnis nochmal zusätzlich. Wenn du jetzt keine Lust hast, das Ganze laut aufzusprechen, kannst du es natürlich auch nur im Kopf durchgehen, ja, zum Beispiel die einzelnen Stoffe vom Citratzyklus oder vom Harnstoffzyklus oder der Glykolyse, ja, einfach nochmal durchgehen, die einzelnen Stationen im Gedächtnispalast, ah ja, das war da, dann kam das Enzym, dann das, die Substanz, das Substrat und so weiter und so fort, einmal durchgehen und ohne dich zu bescheißen, wenn es geht, ja, also klapp das Buch am besten zu, klapp deine Aufschriften zu und reproduziere das Ganze selbst. Denn wenn du es wirklich aus eigener Kraft machst, dann ist auch bewiesenermaßen der Lerneffekt nochmal um einiges größer, als wenn du immer mal so ein bisschen dann doch spickst aus deinen Unterlagen. Wenn du jetzt sagst, boah, hört sich gut an, würde ich gern machen, aber der Stoff ist einfach so viel, ich habe jetzt nicht auch noch Zeit, dann jedes Mal, wenn ich was Neues gelernt habe, das dann auch nochmal gleich zu wiederholen. Kenne ich. Bei mir war es auch so in der Vorklinik, ich habe gedacht, boah, das ist einfach so viel, ich habe einfach überhaupt keine Zeit zu wiederholen, weil ich einfach nur damit beschäftigt bin, ständig neue Sachen zu lernen, weil es einfach so eine dichte Stoffmenge ist. Ja, also das kenne ich auf jeden Fall. Und wenn du magst, kannst du es natürlich auch zeitlich verzögert dann machen, das Wiederholen. Du könntest dann zum Beispiel als erste kurze Wiederholung das Aufschreiben nehmen, deiner Eselsbrücken, deiner Gedächtnispaläste. Das ist ja sozusagen wie eine erste kurze Wiederholung. Wenn du das Ganze einfach eintippst, dann siehst du ja, ich kann's, ich habe es jetzt drauf. Und dann könntest du beispielsweise das Ganze nochmal kurz vorm Schlafen gehen wiederholen oder eben, falls du Wiederholungen sowieso eingeplant hast, dann eben, wie du es eingeplant hast, zum Beispiel auch am nächsten Tag oder dann nochmal kurz vor der Klausur. Also jede Wiederholung ist dann besser als gar keine Erfolgskontrolle oder Selbstkontrolle. Wenn du die Zeit hast, empfehle ich dir aber wirklich, es kurz nach dem Lernen einmal kurz durchzugehen, denn dann hast du auch die Sicherheit, ja, dann kannst du mit dem sicheren Gefühl in die Prüfung gehen und weißt, ah ja, wow, das konnte ich richtig gut, in dem Fachgebiet, da kenne ich mich jetzt aus oder bei dem Thema und das ist auch dann ein ganz anderes Gefühl, mit dem du in die Prüfung gehst. Schritt Nummer 5 und damit der letzte Schritt hängt davon ab, welcher Art deine Klausur ist, die jetzt kommt. Ja, ist es eine schriftliche Klausur oder ist es eine mündliche Klausur? Wenn es eine schriftliche Klausur ist und wenn du Altfragen hast, dann ist jetzt angesagt, kreuzen, kreuzen, kreuzen. Ja, beim Kreuzen kannst du dein Wissen einfach dann nochmal super festigen. Du hast jetzt die Anker im Kopf, du hast deine Gedächtnispaläste zum Beispiel, deine
Merkgeschichten, deine Eselsbrücken. Und wenn du kreuzt, dann hast du dieses wie eine Wissensbibliothek im Kopf und kannst die immer wieder abgehen, ganz entspannt, und kannst dann ganz sicher die richtige Frage ankreuzen. Und wenn du da merkst, bei dem Thema, das konnte ich mal, kann ich jetzt nicht mehr, dann kann ich empfehlen, wiederhol das Ganze jetzt gleich. Also das war immer mein Stil. Ich habe irgendwie immer dann lieber gründlich gekreuzt, und wenn ich gemerkt habe, boah, das kann ich nicht mehr, habe ich es gleich wiederholt, habe gleich meine Merkhilfen wiederholt, denn dann konnte ich damit abschließen, und sonst häuft sich's ja immer an. Ja? Man denkt, ah ja, okay, gucke ich mir später nochmal an. Nächste Frage, okay, gucke ich mir später nochmal an. Gucke ich mir auch später nochmal an. Und am Ende hat man halt so einen Berg und hat einfach nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Lust vielleicht. Genau, also. Und beim Kreuzen kriegst du dann natürlich auch ein Gefühl dafür. Nochmal mehr ein Gefühl, was wird jetzt gefragt und wie wende ich mein Wissen jetzt praktisch an für die Klausur, die jetzt kommt. Und das Ganze gibt dir dann nochmal eine stärkere Sicherheit, und ja, damit bist du dann perfekt gerüstet, falls deine Klausur schriftlich ist. Und bei einer mündlichen Prüfung heißt es dann natürlich nicht kreuzen, 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 sondern erzählen, erzählen, erzählen. Denn bei der Prüfung musst du ja das Ganze wirklich aktiv parat haben. Ja, also, und je mehr du das einfach übst, je besser du da einfach schon drin bist, in dem Reden, und je öfter du diese Prüfungssituation vorher zu Hause schon mal erlebt hast, desto gechillter, desto entspannter kannst du in die Prüfung gehen und desto sicherer wirst du dann auch sein, weil du dann nicht in der Prüfung den ganzen Stoff zum ersten Mal vielleicht aussprichst, die ganzen Fachbegriffe zum ersten Mal in den Mund nimmst, sondern weil du das vielleicht schon viele Male vorher erzählt hast. Und zusätzlicher positiver Effekt ist, dass du das vorher auch schon geübt hast, deine Gedächtnispaläste im Kopf durchzugehen und gleichzeitig aber natürlich den inhaltlich korrekten Stoff zu erzählen und jetzt nicht von der Zitrone und dem Koala zu erzählen oder von dem heiligen Medianus für den Nervus Medianus, sondern natürlich dem Prüfer gegenüber dann den echten, korrekten, fachlichen Inhalt präsentierst. Ich wiederhole noch mal ganz kurz die 5 Punkte. Punkt 1, verstehen, den Lernstoff verstehen. Punkt 2, selektieren, was ist wichtig, was merke ich mir jetzt mit meinen Eselsbrücken, mit meinen Gedächtnistechniken, was sind die Fakten. Schritt 3, Gedächtnistechniken anwenden, also Gedächtnispaläste bauen, Eselsbrücken, Merkgeschichten und so weiter. Schritt 4, die Selbstkontrolle bzw. die Erfolgskontrolle. Kann ich den Stoff jetzt auch wirklich? Habe ich ihn sicher abgespeichert? Und Schritt 5, üben, üben, üben. Also kreuzen, kreuzen, kreuzen bei schriftlichen Klausuren oder erzählen, erzählen, erzählen bei mündlichen Klausuren. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal ein wunderschönes Weihnachtsfest, bei dem du hoffentlich mal komplett abschalten kannst, ein paar wunderschöne Tage, an denen du auch mal runterkommst und dass du dann wieder volle Power hast im neuen Jahr, wenn es weitergeht. Mach's gut und bis bald. Und denk dran, unsere Lernpakete gibt's nur noch bis 24.12. mit unserer einmaligen Bonusaktion. Also greif am besten jetzt gleich zu. Bis bald. Mach's gut. Ciao.